So, Freunde. Nee, in die Garage will ich nicht. Rückwärts. Voll rückwärts hier. So, ich bin gut drauf. Ihr seid gut drauf. Jetzt geht los. Wir suchen uns jetzt einen Job. Wir sind jetzt wieder in Deutschland, weil ich mein LKW ja geholt habe. Das heißt, wir müssen uns eben einen Job suchen. Den nächsten nehmen wir einfach, der hier am nächsten dran ist. Ja, ich habe nicht geblinkt, ist mir egal. Ist mir egal, Jungs. Hey, ein bisschen Abstand nächstes Mal, ne? So. Schön auf dem Fahrradweg drauf. Jetzt mal kannst du auch eher blinken, du Affenkopf. Ganz wichtig auch immer die Beleidigung. Und dann fahren wir hier rechts ins Industriegebiet. Okay, wir sind schon selbst im Industriegebiet. Ich meine natürlich hier zu der Firma hier. Scheint ein Hafen zu sein. Wollen wir mal gucken, was man da so abholen kann. So. Was kann man hier so mitnehmen? Aufträge. Gucken wir mal, ey. Kein Auftrag. Das ist natürlich belastend, ne? Kein Auftrag heute. Dann müssen wir kurz woanders hinfahren. So. Scheiß Firma hier. Jedes Mal dasselbe. Keine Aufträge. Muss weg hier. Hey. Ich weiß auch noch gar nicht wohin, weil ich nicht weiß, wo der nächste Auftrag sein könnte. Aber geht ab dieses Jahr. Geht ab, muss ich sagen. Geht voll ab. Merkt man ja schon, ne? Ja, ich würde sagen, wir fahren einfach mal rechts. Rechts ist immer gut. Dieses Jahr auch richtig geil schon angefangen. Silvester gemacht. Kennt man ja. Da fällt mir doch mein Handy runter. Zack, Bildschirm kaputt. Funktioniert zum Glück noch, aber ist unten rechts ein bisschen gesprungen. Was natürlich nicht so gut ist eigentlich. Aber ich denke mir auch immer, es gibt Schlimmeres. Auch wenn das Handy gerade neu war. Ja. Selber schuld. Keine Hülle gekauft, nichts. Dann oben in der Jackentasche gehabt. Ist doch klar, dass es kaputt geht dann. Dass es rausfällt und dann kaputt geht. Aber wie schon gesagt, ich habe mir jetzt eine Hülle bestellt, damit das nicht noch weiter kaputt geht. Passt schon. So, ich hoffe, die haben diesmal hier einen Auftrag. Ich habe keine Lust, hier ständig rumzufahren und keine Aufträge zu haben. Das sind Kosten, die können wir nicht tragen. Guck mal, hier könnten wir sogar einen LKW kaufen. Obwohl ich ja jetzt für unsere Kollegen bin ich ja jetzt echt davon überzeugt, Gebrauchte zu kaufen. Mal gucken, ob die wenigstens Aufträge hier haben. Das wäre ja was. Alle keine Aufträge. Auftragslage. Tag. Da steht zumindest schon mal was rum. Aber das heißt ja nicht, dass wir den Auftrag machen dürfen. Mal gucken. Ach, siehste, haben wir doch einen. Motoröl. Nehmen wir den großen hier, oder? Können wir den überhaupt ziehen? Ich habe keine Ahnung. Machen wir einfach. So, der Auflieger steht hier irgendwo. Muss ja der da sein. Das steht auf jeden Fall sehr gut. Wie soll ich da denn drankommen?
von der anderen Seite. Ist aber auch hier schlecht hingestellt. Du kannst du nicht fahren. Das ist richtig. Deshalb ja schlecht für mich hingestellt. Na, hier, guck mal. Machen wir mal einen auf den hier. Geht die Tür nicht auch auf? Nee. Geht nicht auf. Dann fahren wir einfach von hier. Müsste das ja funktionieren. Ein bisschen langsamer, damit ich hier auch gut lang komme. Können wir den schon mitnehmen? Ist dran, ne? Ist dran. Schön. Vorwärts bitte. Da. Vorwärts. Gut. Den haben wir. Den können wir mitnehmen. Den können wir mitnehmen. So. Dann unseren ersten Auftrag mal hier. Mal wieder in Deutschland. Ich mag unseren LKW. Das ist schon ein cooles Ding. Jungs, danke für den Auftrag. Bis zum nächsten Mal. Schön das Motoröl hier. Egal, was anderes haben wir jetzt nicht. Wir machen es uns schön gemütlich. Ich hoffe, das passt jetzt auch so vom Ton. Ich pack das nochmal hier ein bisschen näher hin. Ja, und dann geht's los nach. Keine Ahnung, ich weiß noch nicht mal, wo wir hinfahren. Keine Ahnung. Ist auch egal, ne? Nicht vergessen. So, ich halte mich mal ein bisschen rechts, weil wir ja rechts sollen, glaube ich. Noch Ilbrücken. Muss man irgendwas machen, damit hier Schnee kommt? Ich habe bei anderen Leuten habe ich Schnee gesehen, dass die Schnee hatten. Aber bei mir irgendwie. Ist gutes Wetter. Ich weiß ja auch nicht, welche Jahreszeit wir haben. Das steht da ja auch nicht, ne? Das steht hier ja nicht, ne? Invincible. Polizei. Ich bin ja mal gespannt auf dieses Jahr. Sieht ja alles nicht so rosig aus, wenn man ganz ehrlich ist. Also überall ein Job. Hier zu Hause, die Kosten. Ja, weiß, wie das noch werden soll. Aber man kann eh nichts ändern. Das heißt,
Wenn das so kommt, dann kommt das so. Dann nehmen wir das auch so hin. Ärgern uns nicht lange. Sondern freuen uns, dass wir gesund sind. Das ist nämlich das Wichtigste. Gesundheit. In der Zwischenzeit streamen wir ein bisschen mehr. Das habe ich ja immer ein bisschen vernachlässigt hier. Aber wenn man hier Let's Player sein will, dann muss man auch mal streamen. Habe ich gehört. Hat er gehört. Geht voll ab heute. Steht ja nicht, dass ich rechts muss. Wahrscheinlich einen später, ne? Hier kann ich nicht rechts. Ach, hier, okay. Einbahnstraße, was ist denn hier los? Ich muss mal dran denken, dass ich das lange Ding da auch hinter mir dran habe. Bisschen Platz lassen beim Umrunden hier. Aber ich habe immer noch nicht gesehen, dass die anderen jetzt mal wieder einnehmen. Ne? Wir haben immer noch 40.813. Merken wir uns mal. Tja, ich hätte gerne Schnee gehabt, aber irgendwie weiß ich nicht, wie ich das machen soll. Oder kann man das irgendwo einstellen? Optionen. Vielleicht muss man es auch erst einstellen, ne? So, was haben wir denn? Müdigkeitssimulation, ja, okay. Zufällige Straßenereignisse, ja, da machen wir uns so runter. Bla 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 bla. Tja, keine Ahnung. Weiter geht's. Weiter geht's. Vielleicht funktioniert das auch nicht im Einzelspieler. Vielleicht geht das nur im Mehrspieler. Wir werden sehen. So, erstmal Tempomat auf 85 und dann weiß zwar nicht, wie lange das jetzt hier geht, aber wir haben ja noch 3 Stunden vor uns. Stunden. Tja. Mal wieder nicht aufgepasst und fast abgefahren an der falschen Haltestelle, so wie immer. Kennt man ja hier nicht anders. Hier steht, dass es dreispurig ist. Weiß ja auch nicht, wo wir genau hinfahren, aber das wird ja wohl hinhauen hier, oder? Jo. Obwohl, hier schneit es ja auch nicht, ne? Hier ist ja auch nur immer Regen, Regen, Regen. Nur noch Regen. Gibt kein anderes Wetter mehr. Regen und noch mehr Regen.
Hallo. Ich als LKW auch noch normal neu beschleunigen. Das dauert immer so lange. Egal, wir regen uns nicht auf. Dieses Jahr wird ein schönes Jahr, egal was passiert. Man muss sich das immer nur vor Augen führen. Kraft der Gedanken ist stark. Auch bei uns. Ich habe mir dieses Jahr sogar, normalerweise mache ich das nicht, aber dieses Jahr habe ich mir sogar Sachen vorgenommen, die ich erledigen möchte und so ein paar Sachen ändern, ne? Mal gucken. Zum Beispiel will ich nicht mehr allzu faul sein. Ich merke, dass ich schon ziemlich faul bin. Es gibt natürlich immer faulere Leute, das ist ja klar, aber dazu zählt zum Beispiel auch die Stream. Obwohl das noch nicht so schlimm ist, aber so andere Sachen schon. Ich will auf jeden Fall jetzt eine andere Sprache lernen. Das mache ich ja eigentlich. Eine andere Sprache lernen, nämlich Finnisch lernen. Das ist wohl eine ziemlich schwere Sprache, habe ich schon gemerkt, aber warum immer den einfachen Weg? Vielleicht mal ein bisschen schwereren Weg wählen. Und man merkt ja auch, wie man zum Beispiel bei der Arbeit, die ich mache, man da ein bisschen verdummt. Von der Arbeit wird man dumm. Ist einfach so. Deshalb will ich meinen Kopf mal wieder ein bisschen benutzen. Nicht immer dieselben Spiele hier spielen, sondern auch mal wieder Spiele, die den Kopf ein bisschen provozieren, wollte ich sagen, aber das meine ich nicht. Fordern. So, das wollte ich sagen. Siehste, dass mir das schon nicht einfällt, da sieht man schon, ist Hopfen und Malz verloren. Aber wir werden es versuchen für dieses Jahr. Mindestens einmal in der Woche streamen und 2 Videos auf YouTube rausbringen. Das ist mein Ziel sozusagen für dieses Jahr. Was ich nur schade finde, ist, dass man halt seinen Qualitätsansprüchen nicht dass die nicht so sind, wie ich die gerne hätte. So, muss ich jetzt hier ab oder was? Ich glaube schon. Ich fahre mal lieber. Sieht zumindest so aus. So, hier einmal, nee, nicht runterbremsen, aber machen wir mal trotzdem, sonst fliegen wir gleich aus der Kurve raus. Unseren ganzen Motor hier hinten drin. So, Freunde, jetzt gucken, da kommt nichts. Dann machen wir wieder unseren Tempomat an. Kann man den auch anmachen? Wo ist er denn? Wir haben wieder kein Licht an, ne? Ja. Da, das Fass wieder versaut. Gut, dass es hell war. Hell. So, und jetzt, wo wir unseren eigenen LKW benutzen, müssen wir doch bestimmt auch immer drauf achten, wegen Schlaf und so, ne?
Das heißt, wir sollten uns eigentlich sofort hinlegen, wenn wir das hier weggebracht haben. Und übrigens immer noch 40.813, obwohl wir jetzt schon fast 3 Stunden hier rumgefahren sind. Also ich weiß ja nicht, Freunde, ich weiß ja nicht, ist ja ein bisschen blöd, ne? Mit unseren Mitarbeitern. Dürfen wir nicht lang. Also sowieso ein bisschen langsamer fahren. Hier. Obwohl, wir haben ja noch nicht die Langstrecken. Da brauchen wir, glaube ich, noch gar nicht schlafen. Schwer zu kämpfen, hier hochzukommen, ne? 19 Minuten, oh, sind aber ziemlich schnell gewesen jetzt. Ist ja nicht schlecht, ne, wenn man schnell ist. Das Ziel ist ja schon da hinten irgendwo. Komische Musik. Ist irgendwie so trance-mäßig, ne? Ich hab's aber auch immer mit Musik. So. Muss ich gleich irgendwo links, ne? Da sollte ich schon mal vom Gas gehen. Hinter mir fährt nämlich wieder so ein Auto, was Unfall verursachen könnte, aber nee. Geht alles gut. Gleich einmal wieder links und dann sind wir auch schon da. Wir haben unseren ersten Auftrag. Ist das unser erster Auftrag mit diesem LKW? Ich weiß es gar nicht. Wir sagen einfach ja und es ist der erste Auftrag. Was steht hier? Kann ich jetzt nicht lesen so schnell. Hin. Ich hoffe mal, die haben auch einen nächsten Auftrag hier. Hey, Straßenbahn, das ist ja cool. Hab ich ja noch nie gesehen. Muss ja auch aufpassen, da kommt sie schon. Also doof, dass es hier gar keine Vorsichtsmaßnahmen gibt. Ach, guck, hier können wir aber auch schlafen, ne? Hier ist ja ein Parkplatz. Du kannst ja auf jeden Parkplatz können wir ja schlafen. So, dürfen wir hier so rein? Aber Papiere vorzeigen eigentlich, aber das können wir hier nicht. Und dann da links. So. Ja, dann sind wir auch schon da. Wenn ich jetzt noch den Zentimeter hier nach vorne fahre. So. Ja, wir stellen ihn zumindest irgendwo hin, wo er hin soll. Ich weiß gar nicht. Da hinten irgendwo. Da blinkt's. Fahren wir den da einmal hin und dann sind wir auch schon durch für diesen Auftrag. Wir haben ja noch ordentlich Schulden, deshalb können wir im Moment auch nicht so viel machen.
Immer noch nicht. Das ist frech. Okay, jetzt einfach nur gerade zurück. Jetzt steht er doch drin, komm. Ja, komm, dann leck mich. Dann lecken Sie mich. Gut, haben wir das wieder erledigt und gucken uns gleich mal um. Moment, wie können wir es auf Fahren gehen und dann nochmal auf die Fläche drauf? So, Moment, kann ich hier irgendwo elegant umdrehen? Oh, hier so, ne? So, jetzt wieder vorwärts. Hier stehen ja genug Dinger eigentlich. Eigentlich müsste man hier was mitnehmen können. So, mal gucken. Ölfilter von nach Amsterdam, Altverpackung. Ja, fahren wir doch mal nach Amsterdam, oder? Ja, machen wir das mal. So, wen müssen wir hier mitnehmen? Den da vorne. Cool gemacht eigentlich mit den Behältern hier auch, ne? Die kennt man ja. Hallo. Ich finde das Spiel schon irgendwie cool, weiß ich nicht. Aber ich spiele noch komisch, ne? Wieso fahre ich jetzt vorwärts? Ich wollte rückwärts fahren. Ich finde das Spiel schon cool. Ist schon cool gemacht eigentlich. Ach, der steht da, okay. Ja. Ist gut. Ich bin ein Troll. Ich dachte, der steht weiter vorne. So. Jetzt aber hier. Zack, zack, zack. Ist besser über Spiegel fahren, als rauszugucken. Yo. So, Freunde, jetzt wieder vorwärts und dann nicht den Gabelstapler hier rammen und ich glaube, wir können hier so drehen, oder? Vielleicht noch ein bisschen mehr Platz lassen hier. Zack, zack, zack. Ich weiß nicht, was wir da hinten mit haben. Au, wir haben doch so ein Ding mit. Aber reicht trotzdem. Ich lasse mir nur einen Anhänger, aber es sind natürlich wieder zwei, ist ja klar. Weil ich die ja so gerne mag. Und dann fahren wir wieder raus. Wird Zeit, dass wir unseren eigenen Auflieger holen, aber dafür habe ich noch keinen, nicht das richtige Level, sonst können wir nur so ein kleines Kackding, glaube ich, kaufen. Ich hätte schon gern einen guten zu Anfang. Ne? Wie war? Ja. Ja, hätte ich gern. So, wieder aufpassen auf die Straßenbahn hier. Jetzt ist er sowieso rot. Muss ich auf der Bremse bleiben. Sonst rolle ich rückwärts. Schon grün? Ja. Ja. Voll nicht aufgepasst. Hat er wieder voll nicht aufgepasst, der Junge. Ist denn immer mit dem? Ja. Das ist unser LKW, ne? Ja. Wo ist jetzt die Kilometeranzeige? Ist das 2102? Ich glaube wohl, ne? Ist ja noch relativ neu. Wenn ich das nächste Level erreicht habe, auf jeden Fall, dann werde ich mir zumindest mal angucken, so einen Auflieger, ob wir den
Vielleicht auch gebraucht. Ich weiß nicht, ob man nur Fahrzeuge gebraucht kriegen kann. Bin ich mir nicht sicher, aber dann gucken wir auf jeden Fall mal. Sollte ja eigentlich mit diesem Auftrag dann soweit sein, oder? Ich weiß es nicht, aber wir werden sehen. Licht habe ich an, ja. Ganz wichtig, Freunde, ganz wichtig. Vollgas hier. So, diesmal weiß ich, wo wir hinfahren. Wir fahren nach Amsterdam. Habe ich mir ausnahmsweise mal gemerkt, sonst merke ich mir ja gar nichts, aber jetzt merken wir uns das mal hier. Schön auf der Straße. Wieso kann ich nur rechts? Das ist frech. Oder nicht geradeaus? Ah, Juckreiz. Das ist mit dem Pisswasser hier. Nicht so lecker. Hier eigentlich schon einen Unfall gebaut? Ich weiß es gar nicht. Ich sag einfach mal nein. Ganz vorbildlich fahre ich hier natürlich immer